Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich kann es selbst noch gar nicht glauben. Milena wird morgen ein Jahr alt. Es ist einfach so krass, wie schnell die Zeit vergangen ist. Vor allem mit zwei Kindern, da vergeht die Zeit doppelt so schnell. Die Deko wird eigentlich genauso wie an Lianas ersten Geburtstag sein. Da ist auch noch richtig viel übrig geblieben. Ich habe extra alles aufbewahrt und jetzt ist es einfach so schön, dass wir einfach Milenas ersten Geburtstag schon feiern und ja, da kommen einfach Erinnerungen hoch. Es war wirklich ein sehr schöner Tag. Wir haben das damals auch ein bisschen mitgefilmt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr gerne mal hier vorbeischauen. Hier ist die Kiste von Lianas Deko damals und schaut mal, wie viel noch übrig geblieben ist. Also das hätte ich niemals weggeschmissen. Hier ist wirklich noch einiges komplett neu verpackt und ja, ansonsten Tischdeko und hier ganz unten habe ich noch, ja, Gabeln, Löffel und Messer in Gold. Die Girlande ist auch noch übrig geblieben. Da steht Hurra 1. Die habe ich damals bei Etsy bestellt, genauso wie diesen Cake-Topper hier aus Holz. Natürlich dürfen die Luftballons nicht fehlen. Ich habe bei Amazon eine Luftballon-Girlande bestellt und hoffe, dass das auch so schön aussehen wird wie auf den Fotos. Und einen Heliumballon. Den gleichen hatten wir auch an Lianas ersten Geburtstag. Und den fand ich so schön, dass ich den auch nochmal bestellen musste. Ich bereite jetzt den Kuchen zu. Der ist mega lecker und super schnell gemacht. Ich habe einfach einen ganz normalen Biskuitteig gemacht, dazu eine Himbeer-Mascarpone-Creme. Und als Deko habe ich ein paar Marshmallows und einen Cake-Topper verwendet. Für den Biskuitteig benötigt ihr 100 Gramm Mehl, einen halben Teelöffel Backpulver, 4 Eier, 120 Gramm Zucker und eine Prise Salz. Bevor ihr mit der Zubereitung des Biskuitteigs startet, heizt erstmal den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vor. Nun die Eier mit einem Handmixer für mindestens 10 Minuten zu einer hellgelben Masse aufschlagen, dann nach und nach Zucker sowie Backpulver und eine Prise Salz dazugeben. Nach und nach das gesiebte Mehl sehr vorsichtig unterheben, da ansonsten die zuvor eingeschlagene Luft wieder entweicht. Anschließend den Teig in die vorgefettete Form füllen und dann bei 180 Grad für ca. 30 Minuten im Backofen backen. Solange der Kuchen im Backofen verweilt, bereiten wir die Himbeer-Mascarpone-Creme zu. Dafür benötigt ihr Himbeeren, 200 ml Sahne, ich habe dafür die leichte Variante genommen, die Sahne steif schlagen und dann kühl stellen, 250 Gramm Mascarpone und 250 Gramm Magerquark in eine Schüssel geben, 140 Gramm Puderzucker dazu sieben und alles schaumig rühren, die geschlagene Sahne vorsichtig unterheben, den Kuchen nach dem Backen vollständig auskühlen lassen, den Tortenboden einmal waagerecht durchschneiden, sodass zwei Tortenböden entstehen und nun kann man auch schon mit dem Bestreichen beginnen. Ich habe beide Tortenböden mit der Creme bestrichen und dann kamen auch schon die Himbeeren drauf. Die Himbeeren großzügig auf einem Tortenboden verteilen. In der Mitte habe ich auch die Himbeeren nochmal mit der Hand zerkleinert und darauf kamen dann noch mehr Himbeeren. Nun den einen Teigboden vorsichtig auf den anderen legen und schaut mal, wie perfekt es geworden ist. Ich bin so begeistert. Mit der restlichen Creme die Torte einmal komplett einstreichen und glätten. Ich habe dafür einen Löffel benutzt und ja, so ein paar Wellen reingemacht. Ihr könnt dafür aber auch eine Karte oder etwas anderes benutzen. Zum Schluss noch den Cake-Topper drauf und als Deko habe ich Marshmallows benutzt. Ich finde es richtig schön. Was sagt ihr? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten habe ich euch natürlich das Rezept unten in die Infobox gepackt mit allen Mengenangaben, weil das ja schon ein bisschen schnell in dem Video alles war. Das ist unsere Deko. Ich finde es ganz süß. Ne? Mega. Kuchen ist unser Vater. Wow. Ja, das sieht ja cool aus. Happy Geburtstag, viel Glück. Zum Geburtstag, viel Glück. Guck mal, wie der von innen ausschaut. Mega, oder? Mhm. Oh. Zeig mir mal dein neues Buch. Nein? Okay, dann zeig's mal. Ein wilde Tierebuch. Ein Löwe. Und hier kannst du sogar sein Fell anfassen. Nächstes Geschenk. Die ist noch zu klein. Aliana, mach das.
Ich glaube, das ist das Geschenk, was sie gestern schon aufgemacht hat. Mit den Kugeln? Mhm. Guck mal, Milena. Nächstes. Und das hier? Das ist eine Klingel. Ja, das ist so, um die motorischen Fähigkeiten nochmal zu fördern. Was ist das? Das klackert. Die lacht sich total kaputt. Was kann man da alles machen? Da ist so eine Spirale, wo ein Ball runterfahren kann. Da ein Schraube fest. Ja, da ist eine Schraube fest. Hier kann man was reinschmeißen. Noch ein Schraube fest. Ja. Noch ein Schraube fest. Und hier das, was ist das? Das ist ein Hammer. Ja, und mit dem Hammer kann man dann so da drauf klopfen. Ja, klopf, klopf, klopf. Sollen wir das mal aufbauen? Ja. Okay. Milena, gefällt dir neues Spielzeug? Mach mal auf. Ja, super. Hui. Sehr gut. Ich will das auch machen. Wir fahren für Milena jetzt ein paar neue Schuhe kaufen, weil wir gar keine Schuhe für draußen haben. Die von Liana sind ihr noch viel zu groß, deswegen fahren wir jetzt ein paar neue Schuhe kaufen.